Willkommen auf dem Circuit des Spa-Francorchamps, wo das heutige Rennen stattfindet. Die Autos stehen schon in der Startaufstellung, schalten wir also gleich mal runter an die Strecke. Auf Startposition 1 steht heute der Williams von Valtteri Bottas, der gestern im Qualifying eine super Runde gefahren ist. Es muss ein unglaubliches Gefühl für ihn sein, ganz vorn in der Startaufstellung zu stehen. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. Mercedes war bisher die dominierende Kraft in dieser Saison. Das Team hat die besten Wagen und zwei der besten Fahrer auf dem Grid. Es ist schwer vorstellbar, dass sie ihre Vormachtstellung für den Rest der Saison noch verlieren können. Mercedes ist erstklassig eingestellt. Das Team wird hervorragend geführt und mit Hamilton und Rosberg haben sie zwei Fahrer, die fähig sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Die härteste Herausforderung wird es sein, beide Fahrer bei Laune zu halten. Ja, da sind wir beim Formel 1 Grand Prix von Spa-Francorchamps in Belgien. Sehr interessante Startaufstellung auf jeden Fall. Wir haben hier, wie wir gerade gesehen haben, die Pole uns gesichert gestern im Regenqualifying am Ende. Und da wurde einiges durcheinander gewirbelt. Ja, auf der zweiten Position steht hier unser Teamkollege der Massa, dahinter dann Hülkenberg, Grosjean und dann die Ferraris und der Rosberg und Hamilton nur auf Platz 10, ja, der momentan ja hier auch die Meisterschaft anführt. Ja, das bedeutet auch für uns, dass wir freie Reifenwahl haben. Wir konnten nämlich gestern im Q2 sind wir natürlich auf den Regenreifen gefahren, deswegen haben wir hier heute eine freie Reifenwahl und haben vor allem auch mehr Reifensätze zur Verfügung. Das sieht soweit eigentlich alles ganz gut aus. Und uns wird hier vorgeschlagen eine 3-Stop-Strategie. Nee, gar nicht wahr, eine 2-Stop-Strategie. Um Runde 7, 8 holen wir uns den Weichen und Runde 14, 15 dann den Harten. Ja, dabei sollte es auch bleiben und das sieht wirklich nach einem guten Plan aus. Und dann würde ich sagen, geht's direkt los in den großen Preis von Spa. Von Belgien. Na komm, zieh durch. Ah, Start nicht ganz so optimal erwischt, aber wir sind auf der guten Seite. Wir sind auch auf der Innenseite jetzt, was die erste Kurve angeht. Achtung. Wir könnten den Start schon mal für uns entscheiden hier. Und der Massa direkt dran. Dahinter schon eine ziemlich große Lücke. Jetzt kommt die Urush, die man hier im Trockenen mit Vollgas gehen kann. Ja, also wieder Trockenrennen. Das auch schon mal direkt hier zu sehen. Und es sieht auch wieder mal hier nicht nach Regen aus. So, das Auto natürlich mit einer Menge Benzin im Bauch. Hier am Anfang. Deswegen die Bremspunkte und die Einlenkpunkte so ein bisschen anpassen. Aber das ist auf Spa eigentlich soweit alles ganz safe. Die Strecke kenne ich wie meine Westentasche. Fehler werde ich hier, denke ich mal, kaum welche machen. Ja, wir müssen von vornherein trotzdem Stoff geben. Auch wenn es gerade hier alles sehr safe aussieht schon mal. Denn die Mercedes werden nicht lange auf sich warten lassen. Die sind ja relativ weit hinten gestartet. Aber das dauert, denke ich mal, bis zur Hälfte des Rennens. Dann haben sie Anschluss gefunden. Oh. Ein bisschen Schotter mitgenommen, aber nicht so schlimm. Ja, das ist immer ganz stark, was hier gerade passiert. Ich denke mal, das hätte ein bisschen anders ausgesehen, wenn die Mercedes auch vorne gestartet sind, wären, so rum. Konnten uns direkt schon mal eine Sekunde, anderthalb Sekunden absetzen von Massa. Ja, so die Motorsportsaisons neigen sich auch alle so langsam dem Ende. Wir sind jetzt schon mitten im Oktober eigentlich und das Motorsportjahr 2015 geht langsam dem Ende zu, leider.
Ja, Runde 7, 8. Gibt es nochmal weiche Reifen und dann, wie wir gesehen haben, was war das? Runde 15, ne? Oder Runde 16. Die harten Reifen. Ja, ich hoffe, dass ich euch heute auch noch was zu WRC 5 zeigen kann. Ist ja gestern erschienen. Jetzt zur Zeitnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist ja noch Donnerstag. Ich nehme ja immer Qualifying und renne meistens am Stück auf. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Ist auch eigentlich durchaus empfehlenswert, da keinen Tag zwischenzulassen. Das habe ich schon bei zwei, drei Rennen mal gemacht und da habe ich dann am Anfang auch gemerkt, so, boah, das ist einfach immer so eine Sache. Da musst du erstmal drei, vier Runden wieder reinkommen, wenn du einen Tag dazwischen hattest. Und wenn du das halt direkt im Rennen am Anfang machst mit dem schweren Auto, ist das meistens destruktiv. Oder besser gesagt nicht kontraproduktiv so rum. Ja, was ist denn hier los, KI, heute? Keine Ahnung. Erleben hier ein relativ einsames Rennen an der Spitze. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Aber schon mal 3,5 Sekunden Abstand auf Massa. Und dahinter ist dann auch schon Raikön. Also offensichtlich wurden hier mittlerweile auch schon die Herren Grosjean und Hülkenberg verdrängt. Zumindest ein Ferrari konnte sich schon vorbeischieben. Und Raikön ist ja, wie wir wissen, hier momentan der angehende Vize-Weltmeister in unserer Saison. Und auch sehr schnell unterwegs. Dementsprechend werden wir auch natürlich die Zeiten beobachten. Den Abstand zu Massa. Oh. Aber unsere Motortemperatur ist irgendwie schon so ein bisschen ins leichte Orange gegangen eben. Wir haben auch ein bisschen Zeit verloren jetzt auf Massa. Wie gesagt, ist das wahrscheinlich dem Motor nicht so gut tut, diese ewig lange Gerade im Begrenzer. Ich versuche mal ein bisschen später runterzuschalten. Und ein bisschen früher hochzuschalten, damit wir den Motor hier ein bisschen schonen. Jetzt ist der Abstand wieder 3 Sekunden und 3 Sekunden auch auf Raikön. Das waren eben schon mal auf beide jeweils 3,5 Sekunden. Das heißt, Raikön hat hier innerhalb einer Runde sehr viel... Oh, Regenwarnung. Innerhalb einer Runde schon eine Sekunde aufgeholt. Das darf man nicht unterschätzen. Muss also weiterhin sauber und konzentriert fahren. Also, es wird mit Regen gerechnet tatsächlich noch. Bin ich mal sehr gespannt, wann das denn sein wird. Diese Minutenangaben, die stimmen ja meistens nicht. Aber jetzt hat Hamilton... Oh Gott, Hamilton ist schon von Platz 10 auf Platz 3 vorgefahren. Jetzt wird's verrückt. Und der kommt mit Riesenschritten anscheinend näher. Das ist das, was ich gesagt habe am Anfang. Jetzt hier in den ersten 3-4 Runden ein gutes Leben hier vorne, aber das wird schnell vorbei sein. Da darf man sich einfach nicht drauf ausruhen in diesem hart umkämpften Feld mit diesen extrem schnellen Mercedesen. Ja, der holt auf wie Sau. 4 Sekunden Abstand noch auf Massa, aber dahinter schon direkt Hamilton. Wir können einfach nur hoffen, dass Massa den Hamilton dann noch lang genug aufhält. Oh, ich bin viel zu spät. Ja, da kommt der Fehler, den ich nicht hätte machen dürfen. Oh oh. Das hätte nicht passieren dürfen. Es sind noch 2 Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Doch mal Glück im Unglück, so ein bisschen, aber... Da darf man auf keinen Fall anfangen zu schlafen. Jetzt wieder die Pace suchen und versuchen sich wieder abzusetzen hier einfach.
Noch fühlt sich das Auto ein bisschen träge an. Zumindest kommt Hamilton jetzt noch nicht mit so Riesenschritten an den Massa dran, wie ich das befürchtet hatte. Also es hält sich noch im Rahmen. Trotzdem hat er sich unangenehm schnell von der 10 auf die 3 vorgekämpft. Abstand jetzt wieder 2,8 Sekunden. Und immerhin noch 4 Sekunden auf Hamilton. Sobald das Auto leichter wird, werde ich mich da auch wieder ein bisschen komfortabler fühlen. Das Boxenstoppfenster schließt sich in dieser Runde. Wieso schließt sich das Boxenstoppfenster in dieser Runde? Das ist doch völliger Quatsch. Runde 7 bis 8 hat er gesagt und daran halten wir uns auch dieses Mal. Können wir mal gucken. Was sagt der Zustand? Orange, ja. Aber solange wir uns hier noch absetzen von Massa, sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Kurzer Leck. Ja, also die Reifen werden schon schlechter, aber wir müssen einfach damit haushalten. 3,6 Sekunden Abstand jetzt wieder auf Massa. Wir setzen uns wieder ab, ist gut. Auf Michael Schumachers Lieblingsstrecke hier. Bei mir auch auf jeden Fall in den Top 3. Einfach richtig geil. Abstand ist konstant geblieben, aber was wir jetzt sehen hinten ist, dass Massa gerade von zwei Autos attackiert wird und da ist Hamilton auf jeden Fall mit dabei. Das sind wahrscheinlich Hamilton und Raikön. So, die Runde fahren wir noch und danach fahren wir dann rein. Wie sieht es da hinten aus? Der Mercedes ist abgebogen, Hamilton ist reingefahren zum Boxenstopp. Reifenzustand schlecht. Wir sind uns alle einig. Komm bitte rein. Ja, ich komme jetzt rein. Aber wir müssen das ein bisschen ausreizen dieses Mal, um da einfach nicht Gefahr zu laufen, wieder beim Boxenpoker den Kürzeren zu ziehen. Und immerhin ist Hamilton gerade mal weggefahren. Weniger als 10 Minuten setzt starker Regen ein. Okay, also starker Regen wird vorausgesagt in weniger als 10 Minuten. Das heißt, wenn wir dann jetzt nochmal den weichen Reifen nehmen, sind wir da auf der sicheren Seite für den nächsten Boxenstopp. Hoffen nur, dass wir dann auch das gut abpassen mit dem Wechsel. Also es könnte das erste Rennen werden, weit nach Saisonhälfte, in dem wir das erste Mal auch im Rennen Regen haben. Ja, der Reifen ist miserabel, aber man hat hier in Spa so viel Platz, dass man damit gut haushalten kann. Wir können nur hoffen, dass Hamilton jetzt, wenn er wieder rauskommt, keine freie Fahrt hatte und da mega Zeit aufgeholt hat. Jetzt könnte er eventuell, wenn er freie Fahrt gehabt hätte, könnte er sicherlich an Raikön und Massa vorbeigegangen sein. Und ein Hamilton, der freie Fahrt hat, der wird relativ schnell an uns dran sein. Immer noch gute 3 Sekunden Abstand auf Massa. Es wird zusehends dunkler hier. In den Ardennen. Wir fahren jetzt zum Boxenstopp rein.
der Einfahrt. Soweit aber gut geschafft. Ja, die beiden hinter uns jetzt auch drin. Ne, die fahren noch eine Runde. Die fahren noch eine Runde. Gut, Massa muss sowieso. Raikön fährt auch noch weiter. Was ist da hinten aus? Wer kommt da? Da kommt auf jeden Fall jemand rein. Das ist sehr kurzer Stopp. 2,4 Sekunden Standzeit. Wer kommt da? Kann ich nicht erkennen. Mein Gott, Stuppen hier. Das fängt ja schon an. Das fängt ja schon an zu regnen. Oha. Ja, wahrscheinlich alle die, die auf harten Reifen gestartet sind, eine bessere Chance jetzt, nach vorne zu kommen. Vom Timing her einfach. Die dann so lange draußen bleiben können und einen Boxenstopp sich quasi sparen. Das wird spannend. Versuchen wir einfach, solange es geht, hier noch zu pushen. Die Regensituation hatten wir ja schon im Qualifying, also werden wir nicht völlig überrascht jetzt vom Regen. Bremspunkt ist mir soweit eigentlich auch klar. Also lieber Regen in Spa als Regen in Singapur oder so. Oder Monaco. Müssen wir auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren. Um hier den Sieg nach Hause zu fahren, wird schwer. Ja, wir sind auf jeden Fall vor Hamilton geblieben. Ich bin gleich gespannt. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit dem Reifen. An der Boxenausfahrt, wo jetzt gleich Massa und Raikön rauskommen. Ich denke mal, die werden hinter Hamilton landen und dann kommt das, was ich schon vorausgesehen hatte. Dass Hamilton hier wieder ranklotzt quasi und gleich an uns dran ist. Ich werde mal jetzt in dem Moment noch schnell auf Fett stellen, solange wir hier noch ein bisschen Traktion haben. Wenn man so diesen Moment, wo es dann schlagartig umschaltet. Ja, also die beiden Ferrari und der Williams auf jeden Fall viel, viel länger gestanden. Die Frage ist, ob die jetzt schon auf Intermediates fahren. Auf jeden Fall haben wir die sehr stark abgehängt durch den Boxenstopp. Ich warte einfach auf den Funkspruch. Das ist meistens der Indikator dafür, dass man dann wirklich reinfahren muss. Wir haben uns auf jeden Fall auch nochmal von Hamilton abgesetzt ein bisschen. Und auch der wird ja nochmal reinfahren müssen. Raikön jetzt ganze 5 Sekunden zurückgefallen, hat sich auch vor Massa ins Feld einsortiert, nach dem Boxenstopp. Also Massa jetzt schon 2 Plätze verloren. Und es wird schon zusehends ein bisschen rutschiger. Noch geht's. Da vorne laufen wir auch schon auf 2 Fahrzeuge auf. Ja, jetzt wird's richtig rutschig. Oh je. Gut, wir sehen jetzt Pfützen und die Trockenreifen können das Wasser nicht verdrängen. So wie es aussieht, steht ein Wechsel auf Intermediates an. Ja, wir wechseln auf jeden Fall auf Intermediates. Ich hoffe, dass das auch selbst gemacht wird. Ich kann notfalls auch gleich nochmal kurz schalten. Intermediates. Nein. Aha. Keine Primes. Bitte nicht Primes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe mich gerade verdrückt. Da müssen wir jetzt sauber reinkommen und dann gleich nochmal drücken. Oh Gott, jetzt komm, schnell. Kann ich nicht mehr wechseln? Hallo, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann nicht wahr sein, warte mal. Kann ich nochmal zurückspulen? Nein, kann ich auch nicht. Wieso kann ich jetzt keine Reifen mehr wechseln, wenn ich reinfahre? Was ist das für ein Rotz? Ja, das kann nicht wahr sein. Jetzt geht das Rennen gerade flöten. Scheibenkleister, man kann nicht mehr wechseln, wenn man reinfährt. Oh, das ist ja richtig bitter jetzt. Jetzt müssen wir eine Runde mit diesen harten Reifen fahren. Dann auf die Intermediate zurückwechseln. Ja, das kann ja heiter werden. Ja, also jetzt ist uns gerade das Rennen aus den Fingern geglitten, glaube ich. Oh ja, das geht gar nicht jetzt. Ja, super. Zur Bestätigung, wir werden Intermediates aufziehen. Ja, ist aber schön. Ja, auch Hamilton ist reingefahren.
hat sich auch die Intermediates abgeholt. Ja, ich war mir halt nicht ganz sicher, ob die automatisch auch dann die Intermediates raufmachen, wenn ich dann reingefahren wäre, oder ob man das hätte auswählen müssen, und ich habe es einfach mal präventiv ausgewählt und mich dann natürlich verdrückt, beziehungsweise war die Menüanordnung auch ein bisschen suboptimal. Und jetzt haben wir ein richtiges Problem, denn mit diesem Reifen ist es einfach schlicht unfahrbar. Eine Option, die wir vielleicht hätten, wäre jetzt direkt auf Regenreifen zu wechseln, aber ich frage mich, ob er dann, ja, ob der Regenreifen gut genug ist. Wenn der Regen jetzt nämlich anhält und weiter so stärker wird, dann... Okay, jetzt kommt Hamilton. Oh, der Sieg war so greifbar nah heute. Oh nein, das auch noch. Nee, das muss ich mal... Ist denn meine blöde Zurückspulen-Taste auch hin? Ach, da ist sie. Ah, ich habe auch die falsche Taste gedrückt vorhin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, müssen wir X drücken. Wieso? Warum? Was ist denn hier los? Warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Hier funktioniert ja gar nichts gerade in dem Menü. Was ist da los? Oh, Leute. Hier ist was los. Nein, das ist falsch. Und jetzt ist es weg. Das kann nicht wahr sein. Was ist hier bloß los? Warum sind die Tasten alle da nicht da, wo sie wirklich hingehören? Es kann nicht wahr sein. So, was... Oh Gott. Katastrophe. Also ich könnte schwören, dass die Lenkradtasten sonst in den Menüs immer die Beschriftung haben. Bloß in diesem Rückspulmenü nicht. Dass auf einmal die Kehrstaste irgendwie die Bestätigung, obwohl da X steht, dass man den Flash benutzen soll. Und X ist normalerweise eine ganz andere Taste. Also... Mit ein bisschen Glück können wir noch Punkte mitnehmen heute, aber das war's dann auch. Was wir jetzt machen könnten, wäre tatsächlich der Poker zu sagen, wir gehen jetzt auf Regenreifen schon direkt. Aber... Da haben wir auch nichts gewonnen, wenn die dann super schnell abbauen. Und kaputt gehen wegen der Temperatur. Reifen wir jetzt unfahrbar gerade, so viel ist schon mal klar. Deswegen lassen wir es nochmal auf Intermediates. Atmen einfach mal tief durch und machen das Beste draus jetzt. Ja, so kann man auch ein Rennen wegschmeißen, indem man sich in den Menüs verfrickelt. Aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass man bei den früheren Formel 1 Spielen, auch noch wenn man in der Boxeneinfahrt schon war, den Reifen nochmal ändern konnte. Tja, leider nicht so bei F1 2015 und dementsprechend hier auch keine Korrekturmöglichkeit gewesen. Naja gut, wenigstens haben wir jetzt wieder Traktion. Hälfte des Rennens ist vorbei. Siebter Platz momentan. Das Ganze, was wir uns am Anfang rausgefahren haben, hier jetzt leider zunichte. Ich habe das Gefühl fast, dass wir schon den Regenreifen hätten nehmen können. Die Autos wirbeln viel Spritzwasser auf. Ich glaube nicht, dass wir schon jetzt komplett Regenreifen brauchen, aber es wird nicht mehr lange dauern. Okay, er deutet schon an, dass wir bald Regenreifen brauchen. Hätten wir vielleicht diesen einen Stop wieder gut machen können und diesen Stop sparen können. Fährt sich schon jetzt ganz schön bescheiden eigentlich. So, 5,9 Sekunden Abstand nach vorne auf Hülkenberg. Und ja, müssen jeden Punkt, den wir noch mitnehmen können, müssen wir auf jeden Fall noch retten. Also weiterhin angreifen, am Limit bleiben. Diesen Rückschlag einfach wegstecken, so gut es geht. Da vorne sind noch viele Autos, die man noch einholen könnte und... Ah ja, diese Kurve, extrem langer Bremspunkt, trotzdem kaum Zeit verloren,
Da fahren sie alle rein. Okay, jetzt scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein für die Regenreifen. Alle sind da reingefahren gerade. Die man so gesehen hat auf Startziel. Es wäre dann eigentlich vom Timing sehr gut gewesen, wenn wir jetzt schon die Regenreifen aufgemacht hätten. Aber naja, die Box reagiert da so ein bisschen langsam, nicht optimal durchgerechnet. Sind wir nicht noch auf Fett momentan unterwegs? Ich hab doch eigentlich gar nicht mehr umgeschaltet. So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr eindeutig, aber je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Okay, also jetzt gibt's Regenreifen, wenn wir hier gerade um die Kurve schlittern. Aber auch Hülkenberg fährt nicht wirklich viel schneller als wir gerade. Ich hatte doch eigentlich auf Fett gestellt zwischendurch. Wann habe ich denn da wieder umgeschaltet? Keine Ahnung. Aber das, was wir immer beobachtet haben, so früher, ne, bei Formel 1, war ja, dass die KI auch bei Regen dann unbehelligt einfach weiter ihre Zeiten fuhr. Das ist hier definitiv nicht so. Auch Hülkenberg krebst da vorne ganz schön rum. Und so, wie ich es gesehen habe, ist die Spitzengruppe ja auch noch weitergefahren. Oh Gott. Verwarnung. Ich habe schon einige Verwarnungen bekommen jetzt. Guck mal, Hülkenberg, der ist richtig am Rumkrepeln. Da sind wir jetzt direkt dran. Eventuell kommen wir dann hier nach diesem Boxenstopp. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die für Reifen drauf machen. Ob das jetzt stimmt. Ich hoffe es mal ganz schwer. Wenn die jetzt wieder harte Reifen drauf machen, dann fresse ich einen Besen. Nee, da sind die blauen Reifen, alles gut. Also, wissen wir für die Zukunft. Sie machen schon den richtigen Reifen von sich aus drauf, alles gut. So, Hülkenberg auf jeden Fall vor uns wieder rausgefahren. Und das wird wahrscheinlich jetzt der Rest des Rennens einfach bleiben. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ich denke mal, auf diesem Reifen werden wir das Rennen zu Ende fahren. Es sei denn, es hört wieder auf zu regnen. Oh Gott, der muss erstmal warm werden. Ja, bloß im Regen jetzt mit kalten Reifen auf Fett zu stellen, macht nicht so viel Sinn. Das endet nur in Wheelspin. Hülki offenbar mit großen Problemen vor uns. Unser besagter Le Mans-Sieger. Ein bisschen weit außen. Sieht aber richtig geil aus, die Gischt. Da, außen vorbei. Motor ist sehr heiß geworden. So, vor uns Ricciardo, 8 Sekunden Abstand, müssen wir gucken, ob wir da aufholen können. Vor allem müssen wir erstmal den Motor wieder ein bisschen von der Temperatur runterbekommen. Jetzt wird er schon wieder ein bisschen oranger. Oh Gott. Bloß nicht auf den Rasen fahren. Bremspunkte sind weitestgehend noch ähnlich zum trockenen Rennen, aber ein bisschen früher. Sieht echt mal hammergeil aus. So, wir haben gut aufgeholt schon. Hier 6 Zehntel. Allein im letzten Sektor. Da könnten wir gleich noch 2 Plätze gut machen. Also theoretisch bis auf Platz 4 vor. Vor allem, wenn wir dieses Doppelpack davor noch einholen. Das wäre dann schon eine ganz ordentliche Schadensbegrenzung. Ich habe auch noch Vettel gar nicht gesehen heute im Rennen. Ich frage mich, ob der überhaupt unter den Top 4 ist. Denn da wurschtelt ja auch unser Teamkollege, glaube ich, noch mit rum da vorne.
Das heißt also zwei Mercedes und unser Teamkollege plus Raikön. Wo ist dann Vettel? Das ist die große Frage. Das ist richtig geil hier im Regen. Optisch. Das Fahren macht gerade nicht so viel Laune. Aber der Regen sieht ja wirklich klasse aus. Wir holen auf jeden Fall auf. Also früher war es immer so, da war man im Regen deutlich langsamer als die KI. Hier anscheinend kann man richtig Meter machen. Es klart so ein bisschen wieder auf da hinten, habe ich das Gefühl. Mal gucken. Die sind ja schon fast schon in Sichtweite jetzt, die beiden. Da haben wir sie schon kurz vorbeiblitzen sehen. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen zurückhalten mit den Überschneidungen und so, mit den Strecken. Oh, nur noch 2,5 Sekunden. Ist ja der Wahnsinn. Wieder rangefahren sind, unfassbar. Wir haben noch echt 7 Runden Zeit, um dann noch weiter nach vorne zu fahren. Mal sehen, was da alles noch geht. So, jetzt sind wir direkt in der Gischt. Oh, der fährt auf den Rasen. Ich mach bloß keinen Scheiß da vorne. Da kommt uns auf jeden Fall unser extrem niedriger Flügel zugute. Generell wundere ich mich gerade, dass wir mit diesem Trockensetup hier so gut fahren können. Der nächste auf der Liste ist schon der Felipe Massa. Das heißt, Vettel ist irgendwo anscheinend hängen geblieben oder hatte einen Unfall oder sonst was. Das wissen wir gerade nicht genau. Der ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Und auch Rosberg ist ja nicht dabei. Rosberg ist ja auch nicht da. Nur noch Hamilton und Massa jetzt. Ah, ne, Quatsch. Ne, ne, das weiß ich nicht ganz genau. Ne, Hamilton, Raikön, Massa. Momentan die Top 3. Also ist Rosberg, wie gesagt, auch nicht dabei, genau. So. Ja, also der Regenreifen, der hält an sich sehr, sehr lang. Allerdings wird die KI jetzt auch wieder ein bisschen schneller gerade. Können uns hier nicht so richtig lösen. Von Ricciardo, wo wir gerade so richtig schnell rangefahren sind, aber der hängt auch so ein bisschen hinter dem Lotus fest, habe ich das Gefühl. Boah, das war knapp. Fast weggerutscht. Jetzt ist es aber richtig glitschig geworden, ja, richtig Pfützen. So, Abstand beobachten, 10,5 Sekunden. Auf unseren Teamkollegen. So, hier können wir uns wieder ein bisschen Luft verschaffen. Ich denke mal, wir haben momentan auch das niedrigste Gripniveau, was im Spiel überhaupt geht. Das ist wirklich hier komplett Regen gerade. Reifen immer noch vom Schaden her, die halten ewig, die Regenreifen. Ist gar kein Problem. So, Massa hat anscheinend gerade jemanden überrundet. Ja gut, die Motortemperatur geht manchmal ein bisschen hoch, aber ansonsten ist das Auto gerade echt gut unterwegs. Es ist sehr rutschig, ich muss mich wirklich knallhart konzentrieren, damit das hier nicht wegrutscht, der Kahn.
Und ansonsten sieht die Tendenz durchaus positiv. Also ich sag mal, diesem Dreher mit diesem extra Boxenstopp, wir haben so viel Zeit eigentlich verloren, dass wir immer noch auf dem vierten Platz sind, ist eigentlich schon echt ein großes Glück. Und eventuell können wir auch sogar noch Felipe Massa einholen. Ja, der Reifen jetzt auf einer deutlich besseren Temperatur. Haben wir hier gerade gesehen. Jetzt allerdings wieder mal ein kleiner Ausrutscher hier in der Kurve. War jetzt aber nicht so schlimm. Na, hat uns sicherlich 2-3 Sekunden gekostet, aber... Wir kommen sehr gut eigentlich an Massa ran. Ja, also gerade wenn heute hier die Konkurrenz im Namen von Vettel vor allem auch schwächelt, müssen wir hier Punkte, Punkte, Punkte mitnehmen, so viel wir können. Und mindestens einen dritten Platz eigentlich, ne? Und wir sind tatsächlich, Achtung, Überrundung, sehr schnell unterwegs. Wir konnten auch Massa hier innerhalb von zwei Runden 5 Sekunden abnehmen. Nur noch 4,5 Sekunden der Abstand. Trotz dieser holprigen Zufahrt auf die letzte Schikane eben. Weil er wieder ein bisschen spät gebremst hatte. Ja, jemand fragt natürlich auch mal, ob man vielleicht nicht mal das Replay einblenden könnte im Rennen. Ja, könnte man auf jeden Fall. Man müsste dann nach dem Rennen das Replay komplett aufnehmen und dann könnte ich das reinschmeißen. Allerdings wisst ihr, die Rennen sind hier fast eine Stunde lang. Und dann davon das Replay zu saugen, wäre schon ziemlich zeitaufwendig. Das kann ich dann höchstens mal beim Saisonfinale machen. Ansonsten ist das echt ein riesen Zeit, vor allem auch Renderzeitfresser und Uploadzeitfresser und so. Der sich nicht wirklich lohnt, aber wie gesagt, beim letzten Rennen als kleines Special könnte man das ja nochmal überlegen dann, zum Finale. Dass man das Replay dann oben mit drin hat. Im separaten Fenster. So, sind wir fast am Teamkollegen dran. Frage ist dann einfach, wie weit sind die anderen beiden da noch weg? Da können wir die Linie schon komplett perfekt fahren. So, Kurve erwischt. Und da ist er. Der zweite Williams. Und Felipe Massa. Und nicht weit davon ist auch schon wieder das nächste Auto. Also, eventuell geht da noch was. Vor allem in der Rouge holt man immer richtig auf, welches Gefühl. Und auf der Geraden sowieso hier mit unserer Downforce. Wow, wie wir da rangefahren kommen. Wird hier doch noch alles gut. Ja, also gerade so in den kurvenigen Abschnitten, da können wir nicht so viel aufholen, nicht so viel Boden gut machen, eher so auf den Geraden. Das wird hier, gerade wenn wir hinter Massa herfahren, sehr, sehr deutlich. Bloß keine Kollision hier riskieren mit ihm. Wie sei es jetzt im Rechtsknick hier? Nee, wir müssen auf die Gerade warten einfach. Ja, das wird knifflig, glaube ich, hier. Aber jetzt. Lass mir Platz, lass mir Platz. Oh Gott. Ähnliche Situation wie zuvor. Alles gut gegangen. Okay, der nächste ist jetzt 20 Sekunden weg. Das schaffen wir auf keinen Fall noch. Raikön. Ich hätte gedacht, das wäre der nächste Punkt vielleicht schon auf der Karte, aber das ist dann, glaube ich, relativ schwierig, da noch aufzuholen. Das da vorne wird dann wohl eher eine Überrundung sein, ja.
wieder den Bremspunkt verpasst, aber zum Glück gibt es da keine Verwarnung an der Stelle, wenn man da ein bisschen kreativ die Streckenführung auslegt. Ja, trotzdem nach wie vor sehr schnell unterwegs. Und holen auch tatsächlich auf den Raikön ganz gut auf momentan. Müssen das mal beobachten. So viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Und es gießt hier wie aus Eimern. Gleich noch drei Runden. So oder so. Wertvolle 15 Punkte momentan schon mal auf dem Live-Konto. Hilft uns im Kampf gegen Vettel auf jeden Fall ganz gut weiter. Bin gespannt, wie die Punktetabelle heute nach dem Rennen aussieht. In ein paar Minuten werden wir es wissen. Ja, können uns auf jeden Fall auch hier sehr gut absetzen jetzt von Massa. Aufpassen jetzt hier. Ein Red Bull. Warum haben wir der so weit hinten ist? Die sind ja auch immer noch Konkurrent in der Konstrukteurswertung. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir können aufholen, aber das wird nicht reichen, glaube ich, jetzt in drei Runden da diese 17 Sekunden zuzufahren. Das wird nicht reichen. So, danke fürs Platzmachen hier auf jeden Fall. Da ist auch die blaue Flagge in Form des Signalleuchte. Höchstwahrscheinlich muss auch Raikön sich hier wohl durch Überrundung kämpfen, aber ...16,3 Sekunden, also wir kommen schon mit Riesenschritten näher. Ein bisschen pro Runde jetzt schon ein bisschen mehr gut machen. Hier auf den Punkt getroffen, sehr schön. Also eine kleine Resthoffnung habe ich ja irgendwie noch. Das kann ich ja nicht verleugnen. Oh. Dafür müssen wir aber auch wirklich fehlerfrei bleiben. Jetzt haben wir die zum Beispiel mal wieder gar nicht aufgeholt, also ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Die Reifen bauen auch ganz schön ab langsam. Oh oh. Von wegen, die halten ewig. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich hoffe mal, dass die Konkurrenz damit auch kämpfen muss, denn letzten Endes sind wir ja derjenige, der fast am kürzesten bisher auf den Reifen unterwegs ist. Die anderen haben ja alle viel früher geholt. Ah, wir kommen nicht ran. Hat sich jetzt auf 16,7 eingepegelt, gerade mal hier. Zwei Runden sind es noch. Nicht mal den zu überrunden können wir gerade so wirklich gut einholen. Na, jetzt aber. Locker außen vorbei. War, glaube ich, ein McLaren. Wieder ein bisschen aufgeholt. Ja, also da wäre der Sieg, denke ich mal, schon drin gewesen. Wenn man sich den Abstand anguckt, wären wir sicherlich auf Hamilton-Niveau ungefähr gewesen heute. Auf jeden Fall vor Raikön. Ob es den Sieg gereicht hätte, das steht in den Sternen, aber ein paar mehr Punkte hätten auf jeden Fall heute dabei sein können. Allerdings ist der
Dritter auf den zweiten Platz auch nicht so viel. Das sind ja bloß 3 Punkte. 15 zu 18. Bisschen Rasen mitgenommen. Motor im roten Bereich. Leistungsverlust also. Ja, also haben wir es gerade gesehen, 16,3 Sekunden jetzt auf Raikkonen, letzte Runde. Und damit ist das Rennen, denke ich mal, so gut wie abgeschlossen hier. Ja, wenn wir solche Federchen noch rausbekommen, diese im Menü, also ich ein Wegklicken da, dann sieht es noch soweit ganz gut aus. Auch Strecken, die wir soweit gut kennen, sind wir sehr schnell unterwegs. Und nächstes Mal geht's nach Monza. Das sollten wir also auch vom Motor her wieder einen guten Vorteil haben. Highspeed-Strecke, die schnellste Strecke im Kalender. Auch mit einer überschaubaren Anzahl an Kurven. Bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge, dass wir da auch eventuell Siegchancen haben. Wenn wir alles richtig machen, sollte das klappen. So weit außen. Nicht, dass hier nur eine Strafe gibt. Ja, von den Zeiten, von der Linie her, waren wir heute wirklich ganz souverän unterwegs eigentlich. Bloß, ja, Hamilton jetzt schon durchs Ziel gefahren. Nee, das hätten wir, glaube ich, selbst so nur sehr, sehr schwer geschafft. Der ist ja wieder gefahren wie ein, ja, wie ein Weltmeister. Ist er ja auch. So, die letzten Kurven. Und dann sind wir durch. Startziellinie ja sonst bei anderen Rennserien noch eine gerade weiter. Aber Formel 1 ist hier Startziel. Ja. Glück im Unglück, würde ich mal sagen. Trotz dieser Frickelei da zur Mitte des Rennens hier noch ordentlich Punkte eingesackt und mal wieder ein Podiumsanimation hier. Da regnet es komischerweise dann nicht mehr am Ende. Man hört aber noch so ein bisschen das Tröpfeln. Ja, eine Trophäe nach Hause gebracht. Oh Gott, und da kommt der Nieser raus. Genau als die Champagnerflasche aufgeht. Oh, sorry. Ganze Rennen beherrscht und jetzt... Ja, schöne Bilder hier. 3 Teams auf dem Podium. Das ist ein weiterer Sieg für Mercedes und für Lewis Hamilton. Der britische Fahrer hat heute alle... Oh, jetzt hört's gar nicht mehr auf. Triumph voll und ganz. Ein fantastischer Grand Prix-Tag. Sie haben den Sieg verdient. Ihre Strategie war makellos. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Also bis dann. Genau, den Fehler macht ihr nicht. Ja, da haben wir jetzt gesehen, auch wo Rosberg und Vettel gelandet sind. Auf Platz 6 und 7 nämlich. Und dann schauen wir mal, was das hier für die Gesamtwertung bedeutet. Ja, wir sind bis auf 2 Punkte rangekommen an Sebastian Vettel und auch Rosberg ist gar nicht mal mehr so weit weg. Das sind auch nur noch 22 Zähler, also wenn wir da an Monza was Schönes rausholen, dann könnten wir eventuell noch nach dem dritten Gesamtplatz greifen in der Meisterschaft. Ja, sehr gut. Das war's Spa. Ich verabschiede mich, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Video. Tschüss.